Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde nach meinem Fuji XT3 Review, war die Frage, was ist denn nun besser? Die Sony A6300 bzw. Sony A6500 oder die Fuji XT3? Und da habe ich mir gedacht, finden wir das einfach mal in diesem Video heraus. Ich zeige euch ganz genau, welche Kamera denn nun wirklich besser ist. Und wenn euch so ein Video gefällt, gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Dann können wir das nämlich auch mit anderen Preisklassen bzw. Kameraklassen durchführen. Aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir über den Videomodus oder weitere Features reden, reden wir erstmal über die Verarbeitung. Denn gerade wenn man Trips macht, wo die Kameras großen Temperaturschwankungen oder allgemein komplizierten Witterungsbedingungen bestandhalten müssen, müssen die Kameras einfach extrem gut verarbeitet sein. Die Sonys sind komplett aus Magnesium gefertigt. Dieses Material hat sich schon der erste VW Käfer zu Nutzen gemacht, denn Magnesium ist wirklich leicht. Zwar sieht die Kamera sehr niedlich und klein aus, sie hat aber wirklich Eigenschaften eines Monobodies und ist wirklich stabil. Aber nicht nur der Sony Body hat diese Attribute, denn auch Fuji setzt mit ihrer XT3 auf ein Magnesiumgehäuse und dazu kombiniert noch mit einem Fake-Leder. Ihr wisst ja, es ist nicht unbedingt mein Favorit. Es geht nicht darum, dass ich echtes Leder besser finde als Fake-Leder. Es sollte einfach nur gut verarbeitet sein. Trotzdem liegt die XT3 wesentlich besser in der Hand. Sie liegt aber nicht so gut in der Hand wie zum Beispiel eine Canon R. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie größer ist als die Sony A6300 oder Sony A6500. Das heißt, man könnte es hier als Vorteil oder Nachteil wichten. Machen wir weiter mit den Anschlüssen. Und hier gibt es die wirklich ersten richtig großen Unterschiede. Die Sony A6300 und A6500 verfügen über einen Micro-HDMI-Anschluss, um die Kamera zum Beispiel an einen externen Recorder anzuschließen. Die XT3 verfügt über das gleiche Feature, aber die Fuji XT3 besitzt zudem noch ein USB-C-Anschluss und einen Kopfhörer- und Mikrofonausgang und Eingang. Die A6300 nur ein Mikrofoneingang. Zudem besitzt die Fuji XT3 zwei SD-Karten-Slots, was ehrlich gesagt noch nie interessant für mich war, aber es gibt auf jeden Fall Personen, die das auf jeden Fall brauchen, zum Beispiel Stichwort Hochzeitfotograf. Ein Vorteil, den aber auf jeden Fall die Sony-Kameras haben, ist einen Hot-Shoe-Mount. Auf den kann man zum Beispiel Mikrofone anschließen und man spart sich lästige Batterien oder irgendwelche Kabel. Also wirklich cool. Bevor wir aber zu der Creme de la Creme kommen, dem Videomodus, klären wir noch einmal ganz kurz den Fotomodus. Die Fuji verfügt über einen 26,1 Megapixel großen APS-C CMOS-Sensor und die Sony A6300 und A6500 verfügen über einen 24,3 Megapixel großen CMOS-Sensor. Die Sony schaffen jeweils 11 Bilder die Sekunde in RAW, was schon ziemlich gut ist, aber nicht wirklich perfekt ist. Die Fuji schafft auch nur 11 Bilder, was ja nicht besonders gut ist für Sportfotografen, aber sie schafft mit dem elektronischen Shutter 20 Bilder die Sekunde und mit einem leichten Crop sogar 30, und das ist wirklich sehr schön. Letztendlich vom Bildlook sehen die beiden Kameras sehr ähnlich aus, das heißt, ich würde da nicht große Unterschiede machen. Was aber ein wesentlich größerer Unterschied ist, ist aber die Preisstruktur bei den Objektiven. Denn Sony bietet einfach wesentlich günstigere Objektive an und nicht nur das, es ist einfach die Vielfalt viel größer. Wer Geld bei den Objektiven sparen möchte oder vielleicht schon Objektive hat und dann mit Adaptern was lösen möchte, sollte auf jeden Fall zur Sony greifen. Ich weiß, ihr habt alle auf diesen Part gewartet, weil es hier einfach die größten Unterschiede gibt. Zudem kann die Fuji in 100, 200 und 400 Mbits aufnehmen, die Sony kann leider nur in 100 aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das ganze Material dann einfach gradet, habt ihr nicht mehr Farbtiefe wegen 10 Bit bei der Fuji, sondern allgemein auch mehr Datenmenge. Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel einfach mehr Lichtinformationen, Schatteninformationen, allgemein sieht das Bild einfach besser aus. Beide Kameras nehmen in 4K auf, der größte Unterschied ist aber, dass die Fuji XT3 in 4K 60 FPS aufnehmen kann. Wie schon zwei Sätze davor erwähnt, kann die Fuji XT3 in 10 Bit aufnehmen, auch über einen externen Recorder, was wirklich sehr, sehr schön ist, weil man so einfach, gerade wenn man in Log-Profilen aufnimmt, ja moin, alles klar, ich nehme hier gerade mein Video auf und er fängt hier einfach an, Laub zu pusten. Okay, was ich aber vor zwei Sätzen schon mal gesagt habe, ist, dass die Fuji mit 10 Bit aufnehmen kann. Und wieso das so besonders ist, ist einfach, wenn man in einem Log-Profil aufnimmt und wirklich alles aus einem Sensor quasi herausgeholt wird, die komplette Dynamik, dann ist es wirklich sehr wichtig, dass man immer noch genügend Farbinformationen hat, dass man auch diese Farben wieder reinholen kann. Das heißt einfach, wenn man in einem Log-Profil sowieso schon filmt und dann in 10 Bit und dazu noch zum Beispiel in 200 Mbits, dann sieht einfach das Bild insgesamt einfach nach dem Grain
besser aus. Und besser ist dabei auch nicht irgendwie subjektiv, sondern wirklich objektiv, weil es von den Fakten bestimmt wird. Und ich muss auch einfach sagen, dass allgemein das Log-Profil einfach viel schöner ist bei der Fuji als bei der Sony. Ich meine, ich bin kein großer Fan von S-Log, weil ich sowieso meistens in Cine 4 filme, weil ich denke, dass einfach dem Sensor viel zu viel abverlangt wird, wenn er in S-Log 3 aufnimmt und dazu noch in 8-Bit und dann noch 100 Mbits ist, denke ich, einfach viel zu viel und oft hat man dann einfach leichte Artefakte und sieht einfach nicht schön aus. Deswegen nehme ich lieber in Cine 4 auf, habe dann nicht ganz so viel Dynamik, habe aber weniger Artefakte und das Bild sieht einfach allgemein schöner aus. Und die Liste hört gar nicht auf. Die Fuji nimmt nämlich mit 425 Phasenautofokuspunkten auf, was genauso ist wie die Sony A7 Mark III. Das heißt, der Autofokus ist auf jeden Fall auf einem Level, was zudem einfach sehr gut ist. Sony A6300 bzw. Sony A6500 nehmen nur bis 169 Phasenautofokuspunkten auf. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht, aber gerade wenn man zum Beispiel unterbelichtet filmt, sieht es einfach nicht gut aus. Dann pumpt meistens der Autofokus, der Kontrastautofokus kommt mit rein und dann wirklich hat man nur irgendwie so ein Pump. Ein Punkt, wo die beiden Kameras aber wirklich beide gleich schlecht waren, war der Akku, weil wirklich die Fuji hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gehalten, die Sony ungefähr 50 Minuten und das möchte man ja einfach nicht haben. Das heißt, kauft euch auf jeden Fall 4 extra Akkus. Wo wir schon dabei sind, meine Lieblingsakkus findet ihr unten, also die ich meistens nutze, sind... Ein weiterer Vorteil von der Sony A6500 ist aber der wirklich sehr, sehr gute Bildstabilisator. Wem also ein wackelfreies 4K 25 oder 30 FPS wichtiger ist als 4K 60, sollte definitiv die Sony A6500 nehmen. Ich habe keine Sony A6500 hier, aber eine A7S Mark II, die ja genau die gleiche Methode haben. Das heißt, das Ergebnis ist genau gleich. Ein weiterer Nachteil von der Fuji ist, dass sie fast doppelt so viel kostet wie die Sony A6300. Also wer Geld sparen möchte, sollte sich definitiv die Sonys kaufen. Wer kein Geld sparen möchte und mehr Qualität haben möchte, sollte sich die Fuji kaufen. Es ist auf jeden Fall die Sony A6000 und A6500 und auch die XT3 gute Kameras, um gerade so ein bisschen mehr in den professionellen Bereich zu gehen. Auch gerade für YouTube-Videos oder Imagefilme sind die beiden Kameras bzw. die drei Kameras auf jeden Fall sehr, sehr gut und die Spitzen in ihrer Klasse. Wer sonst noch meine Lieblingsobjektive oder sonstiges Equipment für die beiden Kameras bzw. drei Kameras wissen möchte, der guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Ciao!